Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal Angel Readings. Wir sind noch ganz frisch, aber das habe ich jetzt, glaube ich, schon 10-mal erzählt. Jetzt spare ich mir das mal künftig. Ich darf euch herzlich willkommen heißen zu deiner Tagesenergie für den Samstag, den 25. Juli. Ich habe wie immer Folgendes gelegt. Die Unterseite des Decks ist immer die Hauptenergie für deinen Tag. Und dann habe ich noch drei Karten aus dem Deck fallen lassen, oder die sind beim Mischen aus dem Kartendeck herausgesprungen. Die nehme ich dann auch immer. Das ist meine Art zu mischen und zu legen. So, herzlich willkommen zu deiner Tagesenergie. Die Hauptenergie für dich am 25. am Samstag ist eine der schönsten Karten in dem Deck, neben der Karte der Liebe und dieser Karte. Deine Hauptenergie ist die Sonne. Die Sonne ist eine positive Karte, die steht für Glück, Sieg, Erfolg, Kraft, Wärme, also alles Positive in deinem Leben. Das ist eine wunderschöne Hauptenergie für euren Samstag. Die Karten, die dazu gefallen sind, ich sehe, es wird etwas im häuslichen Bereich passieren, etwas sehr, sehr Schönes bei dir zu Hause oder wo du dich auch immer zu Hause fühlst oder wo du dich geborgen fühlst. Dafür steht die Karte das Haus. Ne? Da steht auch für Sicherheit, Tradition, Privatsphäre oder eben auch für das Zuhause selbst. Also es wird etwas ganz Schönes bei dir im häuslichen Umfeld geschehen. Sehr gut dazu gefallen ist natürlich auch die Karte der Stern. Auch eine sehr, sehr positive Karte. Diese Karte steht für Hoffnung, Inspiration, Träume oder auch die Ziele, die du dann vielleicht am Samstag erreichen wirst. Weiß ich nicht, vielleicht hast du dir etwas vorgenommen. Und wenn du dir nichts vorgenommen hast, vielleicht passiert dir auch unverhofft etwas Schönes. Und nochmal passend dazu sind jetzt hier auch die Störche gefallen. Die Karte der Störche ist jetzt weder eine schlechte noch eine positive Karte. Das ist eine neutrale Karte, steht aber für Veränderung. Etwas wird sich ändern. Etwas kommt in Bewegung, es gibt einen Übergang oder es wiederholt sich etwas. Aber hier macht sich etwas auf den Weg und etwas wird sich ändern. Die Karten dann im Gesamtbild. Also es ist ein wunderschöner Samstag, der auf euch zukommt mit einer wunderschönen Hauptenergie. Da, wo ihr zu Hause seid oder euch zu Hause fühlt, wird etwas Schönes passieren. Haltet mich gerne auf dem Laufenden. Ich würde mich über euer Feedback freuen und bleibt gesund. Wir hören uns zum nächsten Tagesquickie auf Angel Readings.